Hallo zusammen und willkommen. Bauchfett, auch als Viszeralfett bekannt, gilt als besonders hartnäckig. Es sieht nicht nur unvorteilhaft aus, sondern ist auch sehr ungesund. Anders als das Fettgewebe, das sich direkt unter der Haut befindet, handelt es sich bei diesem Fett um ein recht aktives Gewebe, das innere Organe wie die Leber umgibt. Außerdem sondert es entzündungsfördernde Botenstoffe ab und schüttet Hormone aus, wodurch es zu einem Anstieg des Blutdrucks und einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels kommen kann. Wir stellen dir in unserem heutigen Video ein einfaches Rezept vor, das du in kürzester Zeit zu Hause zubereiten kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Du benötigst 2 Zwiebeln, eine frische Ingwerknolle, 2 Limetten, 2 Teelöffel Zimt und 2 Teelöffel natürlichen Honig. Und so wird's gemacht. Erstens, schäle die Zwiebeln und schneide sie in kleine Stücke. Hier ein kleiner Tipp. Trage Handschuhe, damit deine Hände anschließend nicht unangenehm riechen. Zweitens, schneide nun ein kleines Stück Ingwer von der Ingwerknolle ab und zerkleinere dieses in kleine Stücke. Drittens, füge die Zwiebelstückchen und die Ingwerstücke nun in einen Mixer, sodass sich die Zutaten gut vermischen und ein Püree ergeben. Viertens, füge diese Mischung nun mit einem kleinen Löffel in eine Schale. Fünftens, halbiere nun die beiden Limetten. Presse nun jede Limettenhälfte mit einem Sieb und deinen Händen aus und fange den Saft mit der zuvor verwendeten Schale auf. Vermische die Zutaten mit dem Limettensaft. Sechstens, füge nun 2 Teelöffel Zimt hinzu und rühre erneut gründlich mit dem Löffel um, sodass du eine gleichmäßige Paste erhältst. 7. Anschließend gibst du nun noch 2 Teelöffel Honig hinzu, den du ebenfalls mit den anderen Zutaten vermengst. Und 8. Esse 20 Tage lang jeden Tag einen Teller dieser Mischung. Dieses Rezept steckt voller gesunder Inhaltsstoffe, die den Stoffwechsel und die Fettverbrennung ankurbeln. Zwiebeln gelten dank dem Inhaltsstoff Allicin als wahre Fettkiller und regen außerdem die körpereigene Produktion der Aminosäure Taurin an. Diese wiederum schüttet gewisse Hormone aus, die den Abbau von Fettzellen ankurbeln und die Verdauung anregen. Auch Ingwer hilft beim Entschlacken. Seine Wirkstoffe Capsaicin und Gingerol haben eine erwärmende Wirkung und gelten so als Turbo für die Verdauung. Limetten enthalten diverse Mineralstoffe und haben extrem wenig Kalorien. Zimt wirkt sich positiv auf die Insulinwirkung der Zellen aus und optimiert die Blutzuckerregulation. Das Gewürz kann außerdem die Blutfettwerte deutlich senken. Auch Honig ist ein altes Hausmittel, das dazu beiträgt, dass die Funde purzeln. Natürlich reicht es nicht allein, diese Mischung 20 Tage lang zu essen. Am besten kombinierst du diese Diät mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr in Form von frischem Wasser. Außerdem solltest du versuchen, dich so oft wie möglich zu bewegen. Schon eine halbe Stunde Spaziergang leistet einen wertvollen Beitrag zur Stärkung deiner Muskulatur und natürlich zur Fettverbrennung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.